Ein Hauch von Weiß liegt auf dem Mount Fuji, sehr zur Freude von Anwohnern und Touristen, die am Donnerstag die zarte Schneedecke auf Japans berühmtestem Berg fotografierten. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 130 Jahren ist auf dem 3776 Meter hohen Vulkan so spät im Jahr der erste Schnee gefallen. Es gibt einen allgemeinen Trend, dass der erste Schneefall auf dem Berg Fuji immer später erfolgt. Die Ursache dafür ist noch nicht eindeutig geklärt. Aber ein Grund, den wir anführen können, ist, dass die Temperatur rund um den Gipfel des Berges Fuji herum in diesem Herbst hoch ist. Eine Beobachtung, die auch viele andere weltweit in diesem Jahr gemacht haben. Nach Angaben des EU-Klimadienstes Copernicus wird 2024 mit hoher Wahrscheinlichkeit das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. So hoch lag die globale Temperatur im Durchschnitt. 2024 wird ein neues Rekordjahr. Und nicht nur das. Es ist sehr wahrscheinlich, ja fast schon sicher, dass es zum ersten Mal die Schwelle von 1,5 Grad Celsius überschreiten wird. Im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 hatte sich die internationale Gemeinschaft darauf geeinigt, eine globale Erwärmung von über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu verhindern. Dadurch sollten die schwerwiegendsten Folgen der Erhitzung vermieden werden. Noch hat die Welt das 1,5 Grad Ziel, das sich auf eine globale Durchschnittstemperatur im 20-Jahres-Mittel bezieht, nicht gerissen. Gegen Ende dieses Jahrzehnts könnte es aber soweit sein, wenn es so weitergeht wie bisher, fürchtet der Klimaforscher Buontempo. Das liegt nicht in ferner Zukunft, sondern praktisch schon um die Ecke. Kommende Woche startet in Aserbaidschan der nächste Klimagipfel der Vereinten Nationen. Auf der sogenannten COP29 soll unter anderem eine deutliche Erhöhung der Finanzmittel zur Bekämpfung des Klimawandels erreicht werden. Der Wahlsieg von Donald Trump in den USA hat die Erwartungen an die Gespräche allerdings gedämpft.